Hallo und herzlich willkommen in You of the Big Read, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Berichterstattung vom Superturnier in Stavanger, dem Norway Chess, und wir schauen uns an die Partie aus der dritten Runde zwischen Magnus Carlsen, dem Weltmeister, und Teimur Radjabov, der Nummer 1 der Weltrangliste, gegen die Nummer 13 aus Aserbaidschan. Mir ist gestern beim Video ein kleiner Fehler unterlaufen. Bei diesem Turnier wird eine sehr ungewöhnliche Bedenkzeit gespielt, nämlich 2 Stunden für die ganze Partie ohne Zeitgutschrift. Erst ab dem 41. Zug gibt es 10 Sekunden pro Zug. Ja, also so ein sehr ungewöhnliches Format, aber soll dazu führen, halt, dass mehr Partien entschieden werden. So, gehen wir jetzt mal rein hier, was Carlsen gegen Radjabov gespielt haben. Carlsen beginnt mit D4, Springer F6, C4, A6, Springer F3, D5, Damengambit. Und jetzt wählt er hier mit G3 die katalanische Eröffnung. Carlsen hat die katalanische Eröffnung sehr viel gespielt. In diesem Jahr und auch bei der WM gegen Jan Nepomniachtchi. Und offensichtlich ist das so eine seiner Hauptwaffen geworden. Mit erstens D4. G3, Läufer E7, Läufer G2, Rochade. Das ist eine der Hauptvarianten. Und jetzt D schlägt C4 hier. Schwarz gewinnt vorübergehend einen Bauern, aber Weiß greift ihn direkt an mit der Dame. Vor vielen Jahren wurde hier, vor vielen Jahren wurde hier A6 sehr viel gespielt. Das wurde hier, das war eine absolute Hauptvariante. Und hier hat Weiß 2 Möglichkeiten, A4, B5 ein und Dame schlicht C4. Aber Radjabov wählt B5, sehr interessante Nebenvariante. Das hat auch Nepomniachtchi gespielt gegen Carlsen bei der WM. Das war die zweite Partie und die habe ich natürlich analysiert auf diesem Kanal. Damals spielte Carlsen Springer E5. Ein ganz seltener Zug hier in dieser Stellung, womit man den Turm angreift. Ich glaube, Nepo reagierte damals mit C6. Ja? Oder Springer D5 kann man ja auch machen. Okay, aber in dieser Partie wählt Carlsen was anderes, nämlich A4. Das ist der Hauptzug. Damit attackiert er hier den Bauern B5. Läufer B7, Schwarz, und das ist jetzt sehr interessant, Schwarz kümmert sich gar nicht um das Material, also nicht sowas wie B4 oder C6, er spielt, ich glaube C6 geht hier auch gar nicht, C6, AB5, ne? CD5 und hier gibt es Springer G5, sehr stark, greift hier den Turm an und der Springer kann nicht dazwischen wegen des Matts. Das ist hier eine Falle. Nee, Schwarz spielt hier Läufer B7, das ist alles Theorie, A schlicht B5, und jetzt A6. Super interessant. Gerade hatte Schwarz noch einen Bauern mehr. Jetzt opfert Schwarz einen Bauern. B schlägt A6. Springer schlägt A6. Dame schlägt C4. Weiß hat jetzt einen Bauern mehr. Aber Schwarz hat leichten Entwicklungsvorsprung. Wir sehen, der Springer und der Läufer hier auf B1 und C1 spielen noch nicht mit. Läufer D5 greift die Dame an. Die geht zurück nach C3. C5. Schwarz möchte seinen rückständigen Bauern loswerden. Es gibt hier eine Partie, die vor kurzem gespielt wurde, und zwar Wesley So gegen Jan Nepomniachtchi mit Läufer E3. Das ist der Hauptzug hier. Ich bin mir sicher, dass beide Spieler hier diese Partie kannten. Das war erst vor kurzem in Bukarest. Carlsen wählt hier Läufer F4. Das scheint eine Neuerung zu sein. Ob der Läufer jetzt auf F4 oder E3 steht, das macht jetzt keinen riesigen Unterschied. Ist beides in Ordnung. Springer E4 greift die Dame an. Dame C1. C schlicht D4. Springer schlicht D4. Hier gibt es einiges zu berechnen, wenn man ehrlich ist. Und es war auch so, dass Radjabov hier bei C schlicht D4 25 Minuten reingeschaut hat. Für ihn war das alles neu, während Carlsen noch in seiner Vorbereitung war. Springer schlicht D4 und hier zog er sehr schnell Springer AC5 hier. EC5 ging da raus, zurück. Aber das ist ein Fehler. Es gibt hier verschiedene interessante Varianten. Also erstmal ist Springer AC5 etwas logischer als Springer EC5. Um den Springer halt weiter zentral zu halten. Hier gibt es aber auch noch eine andere Variante, nämlich Springer schlicht F2, die man berechnen musste. Die Idee ist Turm F2, Läufer G2. Und hier
Wenn Weiß auf G2 nimmt, dann hängt hier der Springer auf D4. Aber hier gibt es den Zwischenzug Springer schlicht E6. Und das ist eine Variante, die Carlsen mit Sicherheit kannte. FE6, König G2. Und Weiß hat hier leichten Vorteil. Der E6 ist sehr schwach. Und er hat ja auch einen Bauern mehr. Ne? Also eine ganz interessante Variante, die Rajabov hier alle berechnen musste am Brett. Ne? Okay, Springer EC5. Carlsen dachte jetzt 17 Minuten nach und nahm den Läufer auf D5. Läufer D5, Dame D5. Jetzt hängt der Springer hier. Läufer E3 zurück. Turm D1 war auch eine Idee, aber Läufer E3 ist auch gut. Dame B7 geht zurück, geht aus diesem Angriff raus hier. Springer D2. Weiß entwickelt den Springer jetzt aber nach D2. Turm C8 guckt natürlich hier zur Dame. Die geht weg. Dame B1. Springer B4. Springer 4, F3. Das ist so ein subtiler Zug. Ich weiß nicht, ob ich den spielen würde in so einer Stellung. Warum macht er den? Der Witz ist, das scheint das ist der beste Zug laut Engine. Ich habe aber echt länger drauf geschaut und ich habe den Zug nicht unbedingt verstanden. Warum Weiß hier Springer 4, F3 macht? Sag mal, was ist denn, wenn Turm C1 kommt zum Beispiel? Ja, okay, Springer D5 ist eine Idee. Das ist das Problem mit Angriff auf den Läufer. Jetzt verstehe ich's. Und der Springer-Rückzug macht das Feld für den Läufer frei. Super. Dame B5 greift hier E2 an. Turm E1 deckt den. Turm D8. König F1, sehr schön. Schön prophylaktisch hier gedacht vom Weltmeister. Deckt den Bauern mit dem König und möchte den Turm wieder beweglich machen. H6, Turm C1, Läufer F8. Läufer F8 ist so ein Verlegenheitszug hier. Ich denke, das ist so eine Stellung. Rajabov wusste jetzt nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Er hat ja alle Figuren vernünftig hingestellt. Ne? Also die stehen alle super. Viel besser geht's nicht. Wenn Weiß jetzt hier nicht einen Bauern mehr hätte, würde ich sagen, dass Schwarz sogar fast besser steht. Aber Weiß hat halt den Mehrbauern. Läufer F8. Okay. Springer E4. Springer B3. Gabel. Aber Weiß kann erstmal auf C8 nehmen. Turm C8. Und jetzt Springer C3. Alles ziemlich forciert. Dame B7. Turm A4. Weiß hat den Mehrbauern. Ja, konsolidiert weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall einen Vorteil. Er hat auch einen Mehrbauern. Aber die schwarzen Figuren stehen schon aktiv. Mal gucken, wie es weitergeht. Springer D5. Das ist ein Fehler. Schwarz darf hier nicht zu viel tauschen. Und wenn er tauscht, dann eher Läufer mit Läufer C5 den Läufer. Das ist nicht so super klar. Die Idee ist, nach Läufer schlicht C5, Springer D2 zu spielen. Springer D2 und Dame A1 matt. Schönes Matt, ne? Schöne Taktik. Ich vermute mal, Rajabov, der nicht an Stockfisch 15 angeschlossen war, hat das nicht gesehen. Nach Läufer C5 hätte Weiß sowas wie Dame E4 spielen müssen. Der Vorteil ist nicht so groß hier. Läufer E3. Nee, sorry, was rede ich denn da? Springer D5 hier. Mit Angriff hier. Und mit Verwicklungen, ne? Weiß hat die ganze Zeit immer noch Vorteil, aber es ist nicht so wahnsinnig viel. Nach Springer D5 vergrößert sich der Vorteil. Warum? Naja, Schwarz tauscht einen guten Springer gegen den Springer auf C3. Springer D5, Dame D5 und je weniger Material auf dem Brett steht, desto klarer wird der Vorteil natürlich, ne? Des Mehrbauern. Okay, es geht weiter mit König G2. Prophylaktisch gedacht. Dame C6. Turm A7 steht hier natürlich sehr schön auf der siebten Reihe. Schwarz versucht hier aktiv zu werden mit G5. Droht G4 den Springer zu gewinnen. Aber das kann Weiß sehr gut abwehren. Dame D3 zum Beispiel. Dame D1 war vielleicht sogar noch besser. Springer C5. Wenn die Dame auf D1 stünde, dann hätte man jetzt H3 spielen können. Aber jetzt muss hier Weiß was anderes finden. Dame C4. Deckt das Feld G4. G4 wird verhindert. Dame B6. Greift den Turm an. Dame A2. Feine Manöver. Dame C6 wieder zurück. Und hier rechnet Carlsen sehr, sehr gut. Ängstliche Naturen hätten jetzt H3 gezogen hier. Aber Carlsen zielt B4. Stark. Ist guter Zug.
Was passiert auf G4? Ganz einfach, BC5. Sagen wir mal, schlagen auf F3, schlagen auf F3. Und hier ist das Problem, dass Läufer C5 nicht möglich ist, wegen Turm A6. Naja, was soll man machen hier? Dame D5. Gibt es Läufer schlicht A6, ne? Dann hat Weiß zwei Bauern mehr. Ja. Und was kann man noch spielen? Nix. Den Läufer A6 bekomme ich immer, ne? Habe ich zwei Bauern mehr. Okay. Und was spielte Radjabov? Springer D7. Geht zurück. Jetzt kam B5. Starker Zug, ne? Starker Zug. Super gesehen. Schöne Taktik. Nimmt die Dame den Bauern, kommt Springer D4 mit Angriff auf die Dame und Angriff auf den Springer. Und der Springer deckt dieses Feld hier. Die Dame kann den Springer nicht mehr decken. Ja, Dame D5, Dame schlicht D5 natürlich. Weiß gewinnt hier den Springer, ne? Das heißt, nach B5 muss die Dame weg. Nach D6 ging sie. Dame A6. Und hier gab Radjabov schon auf. Ihr seht, die Engine sagt auch, plus 5. Warum? Es droht einfach Dame schlicht D6, gefolgt von Turm schlicht D7. Ja, was kann man hier machen? Ne? Man könnte hier mit Turm D8 vielleicht weiterspielen. Ja, hier gewinnt fast alles. Ne? Dame C6 sieht sehr stark aus. Zum Beispiel die totale Dominanz. Oder man schlägt und spielt dann B6 irgendwann, B7 und so weiter. Auf jeden Fall traute Radjabov dem Weltmeister zu, das nach Hause zu fahren. Ja? Das war der erste Sieg von Magnus Carlsen im klassischen Teil des Turniers. Das Turnier führt allerdings weiterhin Vichy Anand an. Die restlichen Partien, nee, drei Partien gingen Remis aus. Anand Remis gegen Wang Hao, Giri Remis gegen Wesley So, Mamedjadov Remis gegen Topalov, Tari verlor gegen Vashila Graf. Anand führt das Turnier mit 7,5 Punkten an, Wesley So 6, Magnus Carlsen 5,5 und so weiter. Es werden ja noch stehen da noch 6 Runden auf dem Programm. Kann auch viel passieren. Wie ihr wisst, es gibt 3 Punkte für einen Sieg im klassischen Part. Bei einem Remis folgt eine Armageddon-Partie. Und wer die gewinnt, bekommt auch nochmal 1,5 Punkte. Ne? Der Verlierer geht, der klassischen Partie geht mit 0 Punkte aus. Ein Punkt gibt es, wenn man beim Armageddon verliert. So. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen und checkt auch gerne meine anderen Kanäle aus und guckt mal in die Videobeschreibung, da habe ich super viele Affiliate-Links, zum Beispiel für chess.com. Wenn ihr Bock habt, mal über chess.com euch anzumelden, mal einen Monat frei zu spielen oder so kostenlos, nutzt meine Affiliate-Links dafür. Würde mich freuen. Macht's gut.